Ja, bei den Plünderern mit Pfeilen rumzuballern ist so eine Verschwendung. Ich schaff die auch so, aber dieses Bergaufkämpfen, vor allem da mit den, wo ich nicht vernünftig zurückrollen kann, ist halt echt blöd. Ein echt peinlicher Einstieg wieder in das Spiel. Aber zum Glück habe ich gespeichert. Ich brauche halt unbedingt was für meinen Medizinbeutel. Ich könnte auch Tränke verwenden, ich weiß, aber ich habe eh so wenige. Ich will mir die wirklich für irgendwelche Bossfights aufheben, wo ich halt nicht anders kann. Ja, jetzt sind wir wieder hier. In dieser dämlichen Nische da. Ich gehe einfach. Ciao. Oder können wir hier am Weg kämpfen? Boah, er hat mich getroffen. Alter, hier kämpfen ist ja die absolute. Nein, ich gehe einfach. Tschüss. Ich muss meinen Beutel auffrischen, ey. Der ist komplett leer. Ich würde ja echt gern bekämpfen für die Erfahrung, aber die Plünderer machen mir noch immer echt zu schaffen. So, jetzt sind wir hier unten. Die sind auf Gelb. Sehr gut. Nein, das ist eine Feuerwurzel. Von denen habe ich eh auch so viele. Ich brauche was für meinen Medizinbeutel. Nein. Das ist wieder mit Steinen, da bin ich voll. Holz brauche ich sowieso nicht. Das ist heilend, sehr gut. Das Das hier brauche ich auch. später noch. Okay, schauen wir mal. Was haben wir hier? Ah, warte, die kann ich ja wieder plündern. Metallscherben, immer schön. Was hast du? Ein Rohstoffvorrat. Und noch eine Rohstoffvorrats. So ein Rohstoffvorratsbeutel. Heilend, sehr gut. Jetzt sind wir zumindest schon mal wieder mit vollem Leben unterwegs. Eisrauchreifwurzel brauche ich nicht. Das brauche ich. Ja, sehr gut. Ja, okay, die Blumen kann ich nicht scannen. Und mir irgendwie markieren. Es wird einem eh relativ gemütlich angezeigt. Das ist jetzt nicht so schlimm, da so ein bisschen rumzuschlendern. Blödsinn, Reinholz brauche ich ja gar nicht. Ja, heilende Wildglut ist immer gut. Nee. Was haben wir hier? Kann Ja. ich bestimmt bald gebrauchen. Ja, auf jeden Fall, Mädchen. Hier können wir noch mal kurz speichern. Boah, der Regen ist schon heftig. Hier haben wir auch was zum Heilen. Sehr gut. Nein, Holz brauche ich sowieso nicht. Das sind Graser, oder? Ja, das sind Graser. Mit Wächtern. Aha, der will mich angreifen, okay. Schau. Die Erfahrung nehme ich natürlich gerne.
wieder was zum Heilen. Super. Wir werden langsam immer voller. Das ist gut. Das ist definitiv gut. Oh, warte. Verderbnisgusswurzeln gibt es nicht so viele. Oh, ich habe aber auch 41. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ist die heilend? Ja. Feuer? Nee, brauche ich alles nicht. Was haben wir denn hier? Hier ist halt auch wieder so einer. Wie kann... Du warst aber schon noch eine Sekunde vorher, gell? Ich bin heute echt nicht so gut bei solchen Spielen. Aua. Und er hat mich trotzdem noch getroffen. Naja, was kriegen wir am Plündererherz? Immerhin. Ich glaube, man sollte hier auch mehr mit Stealth arbeiten, aber ich mag das nicht. Das zieht Spiele so unnötig in die Länge. Vor allem ist ja auch viel spannender, also finde ich zumindest zum Zuschauen. So, wir müssen ja darüber, dann laufen wir auch darüber. Das nehme ich mit. Mir auch das Spiel immer wieder sagen will, dass ich die Quest aktivieren soll. Ey, ich hätte gedacht, die greifen gar nicht an. So, wieder ein Kill, sehr gut. Boah, das hat mich auch wieder so viel Leben gekostet. Ich brauche Heilwurzeln, Leute. Keine dummen Verderbniswurzeln oder sowas. Naja, was soll's. Hier sind wieder Steine. Steine verwende ich halt, habe ich halt noch nie verwendet. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Könne Gegner damit bewerfen, aber ich glaube, das bringt nicht sonderlich viel. Aber krass, Holz hast halt wirklich überall. Okay, ein grünes Rufzeichen war hier eh nirgendwo. Sehr gut. Ja, dann drehe ich mal wieder um, nehme den Weg und gehe da jetzt zur Quest nach oben. Damit wir hier auch mal questmäßig weiterkommen. Weil gerade gegen Menschen kämpfe ich eigentlich immer relativ gerne. Also egal in welchem Spiel. Das nehme ich für unterwegs mit. Okay, da hat er auch wieder ein bisschen was für mich. Sehr schön. Hier ist wieder was zum Futtern. Gut, ja, Ding haben wir hier halt leider keines. Also kein Lagerfeuer. Aber wenn wir uns nicht allzu blöd anstellen, dann sollten wir eigentlich die... Lager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Alte Trümmer durchsuchen. Altes Gefäß, U-Fly. Spezial, altes helles Armband und altes Klangspiel. Oh, erstes altes Gefäß gefunden. Altes Gefäß, ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, zeigt eine seltsame fliegende Maschine.
Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Ah, okay, wir können es aber nicht öffnen wie die Blume. Oder wie die, die Panorama-Sachen. Also die Gefäße sind halt nur so da zum Lesen. Okay. Ist das jetzt aus der Karte? Oh, das ist jetzt auch von der Karte verschwunden. Okay, also diese Gefäße und so werden also violett. Also sind violett dargestellt und sind in Trümmern. Okay, Banditenlager entdeckt. Sieht auch sehr nach einem Banditenlager aus. So wie da die Roboter aufgespießt wurden. So, ich möchte gerne noch meinen Beutel hier voll machen. Und dann komme ich schon zu dir und wir können starten. Heilendes Winkergold, sehr gut. Gut. Ich will da jetzt nicht bis ganz nach hinten laufen. Aber drei und ein bisschen was, also drei ein Drittel ist ja völlig okay. Meine Haare werden ewig brauchen, bis sie trocken sind. Das stimmt. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Nier. Sieh mal die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutlustige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten dem Kerlen seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Fragen wir erstmal, wer er ist. Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Ich kann mich jetzt entscheiden. Entweder ich kämpfe mit ihm oder ohne ihn. Wir wissen halt nicht, wie heftig das Banditenlager ist. Also das die Quest ist, glaube ich, für Level 7 oder Level 8. Das sollten wir eigentlich schaffen. Wir selber sind Level 11, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und wir wissen halt nicht, wenn wir mit ihm kämpfen, ob wir ihn auch beschützen müssen. Also ob er sterben kann. Wenn er sterben kann, wäre das halt mega kacke, weil dann muss ich jetzt die Quest so lange machen, bis ich es geschafft habe, weil der Typ sonst drauf geht, wenn ich den alleine zurücklasse. Und wenn ich sage, nicht gemeinsam, könnte aber auch wieder erbost sein, weil wir es alleine probieren und ihn nicht mitnehmen wollen. Aber nicht gemeinsam hat so ein Symbol, dass wir weggehen. Das heißt, wir müssen es, glaube ich, zusammen machen, oder? Ja, mach was mit ihm. Vielleicht ist er ja unsterblich und wir müssen uns um ihn nicht kümmern und er hilft uns. Ohne Gegenleistung. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Seine Augen sind total eigenartig, also das unter den Augen. Dieser Strich und der Punkt. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Oh ja, geil, sowas liebe ich. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Das ist ja richtig cool. Also ich habe das ja auch bei Wolfenstein, also bei der Neuauflage von Bethesda, habe ich das ja total gemocht, wenn die Kommandoführer
Alarm geschlagen haben. Ich habe die einfach machen lassen, aber da sind leider nie so viele gekommen, dass er da die ganze Zeit ballern musste. Die waren immer alle so schnell wieder tot. Und dann kam irgendwann keiner mehr nach. Die Kommandoführer waren die ganze Zeit in Alarmbereitschaft und ich habe mir so gedacht, schade, da kommt ja gar niemand mehr. Dann habe ich halt dann schlussendlich die Kommandoführer umgebracht. Ach ja, das waren schöne Zeiten. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ja, den hat es ein bisschen erwischt. Wir haben halt alle im Bogen. Was war denn das für ein Schrei? Da oben ist ja auch jemand. Schau. Ach du meine Güte. Ich habe fast mein komplettes Leben verloren. Reißt euch zusammen, ihr Mistkerle! Okay, da muss ich auch aufpassen. Also die so leichte Rüstung haben, die halten halt gar nichts aus. Ja, wir lesen uns das nachher durch, aber ich muss die looten, bevor vielleicht der Loot verschwindet. Gut. Okay, er ist aber unsterblich, das ist halt super entspannt. Das ganze Gebiet abdecken. Haben die jetzt schon Alarm gerufen? Ich glaube schon, oder? Kriegt hier aber gut Scherben auf jeden Fall. Okay, dieses Ding kann man anscheinend nicht kaputt machen. Alter, okay. Oh, ich muss ihn doch wiederbeleben. Wie rette ich ihn? Mit E? Ah, okay, er steht von selber wieder auf, alles klar. Lagerfeuer. Achso, Lagerfeuer ist deaktiviert, okay. Halten, Gefangene befreien. Helfen die uns dann? Ich hole euch hier raus. Hier, ihr Mistkerle. Die haben, glaube ich, echt guten Loot teilweise. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass das ein Banditenlager ist, wie so, ja, dass da halt dieser Schädel ist. Und man das komplett einnehmen kann, sozusagen. Hier, ihr Mistkerle. So, hier oben ist jemand, der muss auf jeden Fall weg. So, du hast mich hier noch nicht bemerkt. Schau. Augen auf, sie versucht es von oben. So, nächster weg. Kriege ich da eigentlich die Erfahrung? Ich weiß gar nicht. Ja gut, die mit dem Bogen, die sind halt so schlecht. Ich glaube, hier war keiner mehr. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Was haben wir denn hier? Auch ein Toter, oder? Nee, Reinholz.
Bisschen sehr verwinkelt hier. So, wir looten da einfach mal. Ich glaube, das stört euch eh nicht. Ah, okay, Schockfall ist schon voll. Ist hier sonst noch was? Gibt es ja auch sowas wie einen Banditenanführer? Oh. Entschuldigung, tut mir echt leid. Ich wusste nicht, dass man euch schlagen kann. Wo sind die? Ah, hier. So, ciao. Oh, jetzt haben wir es.